Und damit willkommen zurück bei Infliction. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier in der Realität sind oder nicht. Was sind ja doch anscheinend mehrere Ebenen einer Realität hier in diesem Spiel. Das Bild hat sich verändert. So, wir sollen die Überreste finden. Ich habe im letzten Video auch gesehen, dass der Kontrast auch ein bisschen zu hoch war für euch. Daher musste ich ihn wieder runterstellen. Ich kann es leider nicht ändern. Also es wird bei euch recht dunkel sein. Aber ich glaube, dass der Kontrast, so wie er jetzt eingestellt ist, in meinem Aufnahmeprogramm meinem wirklichen Spielempfinden sehr nahe kommt. Boah, ist das dunkel. Oh, das Licht funktioniert natürlich nicht. Boah, echt jetzt? Alter, ist doch nicht dein Ernst, ey. Okay, es ist auch verdammt laut. Eieiei. Ich muss das echt mal ein bisschen runterstellen hier. Sonst kriege ich noch eine Krise. Was ist das denn? Okay. So ein Mini-Handheld. Mommy. Let me in Soundtrack. Ah, funktioniert nicht. Was? Okay. Was war das denn gerade? Dieses Klackengeräusch. Ich glaube, das war einfach nur der Kassettenrekorder, oder? Spielen. Welcome. Okay. Ja. Oh. Die ekligen Geräusche haben aufgehört. Und wenigstens das. Thimble Park. Oh, die Maus ist mir immer noch zu schnell. Ey. Okay. Ich muss ja, glaube ich, wirklich alles angucken. Ne? Ich muss ja immer wieder alles durchsuchen, damit ich die Gegenstände finde. Geht das Licht nicht an? Ach Mensch. So ein bisschen flackerhaft. You will be down here soon. Echt? Ich will aber nicht, dass Klo runtergespült werden. Naja. Okay, boah. Diese Bilder. Die verändern sich auch ständig, ne? Seit wann stehen hier denn jetzt Kartons? Okay. Warum bewegst du dich? Mit dem Teddy kann ich immer noch nichts machen. Was ist das denn? Drehen. Ah, das ist so ein... Ah, alles klar. Will ich die Bilder wirklich wechseln? Oh oh. Oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, was da jetzt kommt. Ist sie das? Das ist unsere Mutter? Oh Mann, oh nein. Oh, sie kommt immer näher. Ah, springt sie mir gleich ins Gesicht. Anscheinend. Okay, das ist sie. Ja, natürlich. Weg mit dem Arsch. Okay. Aber wir mussten ja, als wir davor gestorben sind, gehörte das ja zum Spiel. Also zum Spielverlauf. Gehörte das jetzt auch wieder dazu? Ich finde Überreste von ihr. Wir stehen jetzt wieder hier. Die für das Ritual benötigt werden. Okay, das anscheinend denn nicht. Okay, ich habe nur die Flugtickets und die Taschenlampe. Na gut. Das gehörte denn... Oh. Sie ist auf Toilette gegangen. Na gut. Da gehe ich dann mal nicht hin.
So. Wenn ich das schneller durchschalte, dann wird sie doch bestimmt auch kommen, ne? Ich versuche das gleich mal. Nicht, dass ich das irgendwie schneller durchschalten muss. Gehe da jetzt einfach mal komplett durch. Dab, 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 dab. Ah, okay. Na gut. Verdammt, bin ich wieder angespannt. Leute, Leute. Ach. Eine Schere? Nicht mit der? Nee. Taylor-Nähmaschine. Also wie gesagt, Leute, ich sehe hier auch nicht wirklich viel mehr als ihr. Tatsächlich. Oh, das Flackerlicht machen wir mal an. Gehen wir mal ins Schlafzimmer. Und dort dann ins Badezimmer am besten, ne? Ich kann mich verstecken. Oh nein. Und hier ist kein Badezimmer. Das Badezimmer ist weg. So, die Lampe machen wir mal an. Okay, warum habe ich mich jetzt versteckt? Na gut. Na gut. Okay. Was haben wir hier? Ah, guck an. Seite umblättern. Hi, hi Sarah, I'm your only friend. And we are your husband's friends. Ach, der Alkohol. Life is a story. Storm. 1st of June, 1990. I asked him today what he does down there. He just stared at me silently with pure hatred. I don't understand how this happened. I don't know him anymore, and sometimes he scares me. He spends all of his time in that basement. Next time he does a beer run, I'm gonna sneak down there and look for myself. Trust Gary, but the man I'm living with isn't Gary anymore. I have to keep Maggie safe, if nothing else. Ah, wir waren nicht sehr cool drauf anscheinend. I lost a tooth during dinner. Okay, dann wird ein Zahn wahrscheinlich in der Küche zu finden sein, oder? Oh, nein, 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 geh zu. Oh, Gott sei Dank. First of June, 1990. Ja, okay. Alles klar. Okay, ich scheine nicht weiter drin zu sein. Und gut, dann begeben wir uns mal in die Küche. Das war oben. Wir wollen aber nach unten. Ah, ist hier nicht ein Spiegel? Okay, kann ich nicht reingucken. Okay. Okay, sie scheint hier irgendwo zu sein. Ich habe Gänsehaut, Leute. Ich habe echt Gänsehaut. Ui, 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 ui. Okay, hier im Keller scheint nichts zu sein. Meine Fresse. Man ist wirklich ultra angespannt in diesem Spiel. Oh nein. Hier irgendwo scheint sie zu stehen. Ich weiß nicht wo. Oh, ich höre es. Ich höre es. Ich höre es. Ich höre es. Ich höre sie hier irgendwo. Irgendwo ist sie. Uah! Ja, wo soll ich denn hin? Ich weiß nicht wohin. Ja, komm.
Scheiße. Okay. Wie machen wir das? Okay, also in den Keller gehe ich nicht. Ich glaube, ich sollte wirklich direkt in die Küche gehen. Finde Überreste von ihr. Okay, dann nochmal. Jo, moin. Und weg ist sie. So, das ist echt ultra dunkel ohne Taschenlampe. Ich geh mal direkt. Ja. Okay. Es hat sich ja gut verändert hier. Okay. Was sind das für Geräusche? Mann, die Geräusche sind echt widerlich. Was? Riddle me this. Unlucky for some. Na gut. Oh Mann. I'm not the one with problems. I just need to numb the pain. It's the only thing I can do to not feel. Tja. Ah, wenn man ständig verprügelt wird. Dann muss man schon viele Schmerztabletten fressen anscheinend. Oh. Okay, das Radio macht nicht viel. Da gibt's auch ein bisschen. Ah! Alter Vater. Okay. Oh, Mann, hör doch auf. Was soll denn das? Jetzt konnte ich das gar nicht alles lesen. Ich war viel zu schockiert. Ich war gerade in Schockstarre sozusagen. Eieiei. Oh, eine Kamera. Okay, das gibt's auch nicht wirklich. Oh nein, muss ich jetzt wie bei... oh Gott, wie hieß das nochmal? Dreadout war mit dem Handy... Ich weiß, mir fällt der Name von dem anderen Spiel gerade nicht ein. Mitnehmen. Okay, du hast gerade eine Kamera aufgehoben. Um in den Kameramodus zu wechseln, drücke die Kamerataste. Und die Kamerataste ist welche? Im Kameramodus kannst du Fotos aufnehmen. Fotos enthüllen oft versteckte Hinweise und Überraschungen, die du sonst nicht sehen würdest. Wenn du nicht weiterkommst, dann versuche ein Foto zu machen. Möglicherweise findest du eine Lösung oder einen Hinweis. Okay. Take with you. Ich muss. Ah, okay. Die Kamera verfügt über unbegrenzt viel Film. Wenn du aber einen Kamerafilm in der Welt sehen solltest, dann denk daran, deine Kamera zu verwenden. Okay. Im Game-Menü auf Gameplay, um Tutorial zu sehen. C, Kamera benutzen. Okay, damit der Maus schütteln anscheinend. Was? Closer? Ah, okay. Dann muss ich dort anscheinend ein Foto machen. C. Ich will gar nicht wissen, was ich da drauf jetzt sehe. Closer. Aha. Okay. Wir haben den Schlüssel, denn wahrscheinlich für dieses Schloss. I'm not alone. You are definitely not alone. Na gut. Das habe ich jetzt auch schon erkennen müssen. Ich glaube, dann machen wir hier mal ein paar Fotos, oder? Guck mal, was hier so abgeht. Nicht wirklich viel. Oh, Gott sei Dank eigentlich. A spokesperson from the CADV, or Citizens Against Domestic Violence, had mentioned during a press statement that it's easy to turn a blind eye to domestic violence by explaining away the problem. Often in cases like these, the victim is in love with their assailant.
As we all know, love often traps action. These cases often need outside intervention, but ultimately, it is up to them to help themselves. Usually, the assailant in these situations will suffer from addiction and sometimes deeper psychological problems. If you or someone you know is involved in a situation like this, please contact our anonymous helpline for guidance. In other news, the annual Orange Plum Festival is in full swing. Make sure you visit Main Street and some of the finest dishes our fine town has to offer. Das gute Tomatenfest. Ja, ich glaube, wir haben sogar alles. Psychologische Probleme plus noch Alkoholismus. Ein Alkoholproblem. Nein. Das will ich doch jetzt nicht. Nicht unbedingt. Ich schieße einfach mal ein paar Fotos. Aber irgendwas. Achso, ist nur der Schmutz hier, ne? Aber kann ich nichts mitmachen. Gruselige Musik. Boah. Das dauert mir alles auch ein bisschen zu lange mit den Fotos, muss ich ehrlich sagen. Eieieiei. Who the fuck are you? All you do is drink. You're a monster. Can't live like this anymore. Ja, das glaube ich. Das ist schon ein hartes Schicksal, wenn man jemanden heiratet und er sich dann im Nachhinein dem Alkohol hingibt und dann sogar noch. Ja. Komm raus. Na gut, dann nicht. Okay, die Tür geht auch nicht auf. Sich dem Alkohol hingibt, dann auch gewalttätig wird. Ist schon ein hartes Schicksal für eine Frau. Andersrum gibt es das sicherlich auch. Wahrscheinlich nicht so häufig, aber und gibt es garantiert auch, wo die Frau dann komplett durchdreht. Was? Was ist das? Okay, durch die Türen komme ich nicht durch. Okay, das werde ich mir dann wieder nachher durchlesen. Sehr geehrter Mr. Puh, die Hilfe, bla bla bla. 80.000 US-Dollar. Okay, werde ich mir später durchlesen. Öffnen, schließen. Gary plus Family, Contlands. Take the time you need from all of us. At all seeing eye security. Soll das hier jetzt eine Entzugsanstalt sein? War Gary zwischenzeitlich auf Entzug? Kann das sein? Oh, ich glaube, das brauchen wir nicht wirklich durchspielen, oder? Ich hoffe zumindest. Ja. Ja, sind genau die gleichen, ne? I'm so hungry. Sind die Leichen. Wie auch zuvor schon. Ich glaube, ich sollte mal ein Foto machen, ne? Wo ich hin muss oder so. Vielleicht ist ja irgendwo ein Wegverzeichnis. Oh. Okay. Mächtige Blutspuren. Na, komm. Na, hey. Ah, hier. Ich glaube, dann gehen wir mal weiter hier links. Gibt's denn hier so Schönes? Was? And deepest sympathies. Okay. To Sarah and family, we are sorry for your loss. Our hearts are with you. Was? Das kann ich nicht so ganz erkennen. And here are tones. Ah, na gut. Wahrscheinlich eine Karte, als die Oma gestorben ist. Ja, das sagt auch nicht. Stomping out domestic violence. Ja. Also geht hier sehr viel um Alkoholismus, häusliche Gewalt. Ich glaube, das ist so das Hauptthema hier. Was hier? Condolence.
Was sind das für Schritte? To Sarah, Gary and Maggie. Our deepest sympathies. If you need anything, please know we are here for you. Love, the Smithies. The Smithies. Okay. Ach, was sind das? Und da stand ein X. Okay. Ich geh weiter. Hier scheint ja... okay. Guck mir das hier trotzdem noch mal kurz an. Ich hatte gerade nur ein bisschen Schiss, weil die Geräusche hier wieder so anfingen. Das ist ja eigentlich immer so ein Zeichen, dass sie irgendwie in der Nähe ist, ne? Ja, die machen wir mal zu. Gucken wir noch mal auf ein Foto. Ob uns die Blutspur noch weiterhin... Okay, nee. Alter, hör doch auf damit! Boah, ich kriege hier immer einen halben Herzinfarkt. Okay, ich versuche mal weiterhin in die Küche zu gehen, weil wir brauchen ja immer noch den Zahn. Ach du Scheiße, ey. Ich werde nicht mehr. Okay. Nee, das hatten wir ja schon. Was ist das? Ich bin zunehmend über Maggies Fehlzeiten in der Schule besorgt. Na gut. Könnte denn ja wie immer passieren. Ich lese mir das im Nachhinein durch. Oh, Alter. Oh, fuck, ey. Verdammt. Oh. Okay. Meine Güte, da hat mein Herz gerade einen Satz gemacht. Alter Schwede, ey. Kranker Scheiß, was zum Teufel. Puh. Oh Mann, ich komme hier nicht wirklich voran, was soll denn das? Bin ich jetzt echt wieder? Nee, das sollte so sein, ne? Wir wachen jetzt woanders auf. Boah. Finde Überreste von ihr, ja. Versuche ich. Aber wir hatten ja einen Hinweis, dass das ein Zahn rausgefallen sein soll beim Essen. Somit müssen wir ja irgendwie in die Küche oder so. Oder vielleicht hier ins Esszimmer. Wobei ich will mich jetzt echt kein Stück bewegen. Die 30 Minuten sind ja sowieso fast um. Ich glaube, der hat hier auch direkt gespeichert. Das war wieder ein Tod, der anscheinend zum Verlauf des Spiels dazugehört. Der sah auch ziemlich krass aus. ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal meine Büchse wechseln und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, euer Boriak.